Ferrari in Fort Lauderdale ist natürlich mein Lieblingsautohaus. Die Modellpolitik von Ferrari gefällt mir und mein Fotoapparat, der zittert schon vor Freude. Ich habe ihn schon positioniert, eingerichtet und es kann losgehen. Ich möchte einen netten Film machen für die Firma und es haut auch hin. Ich habe 3 Zusagen bekommen, wo ich machen darf. Die verschiedenen Einstellungen werden mir von der Werbeagentur von denen vorgegeben und ich filme dann nach Regie oder nach Storybook eben den Film ab. Diesen Filmstreifen, wo ihr jetzt seht, ist so ein Vorbereitungsfilm, dass ich weiß, wie ich ticken muss und wie die Lichtempfindlichkeit hier im Haus ist. Es sind natürlich auch Außenaufnahmen dabei und Fahrten und da freue ich mich besonders. Da hört ihr dann den Sound. Kommen tun die Filme im eigenen Programm von Ferrari hier in Florida und natürlich auch als Werbeclip, vielleicht sogar bei Channel 10, wo ich ja auch ab und zu Filme machen darf. Ein toller Tag ist es hier, anstrengend, den Kopf muss man bei der Sache haben, aber es funktioniert. Bis jetzt hatte ich Glück, die letzten 6 Jahre habe ich hier schon mal gefilmt und das sind ungefähr 8 Filme, die sie schon haben, die immer noch für die Firma hier, Ferrari Autohaus hier in Fort Lauderdale, aktuell sind und geblieben sind, trotz wertvolleren Agenturfilmen, sagt der Manager zu mir, Joe, dein Handling, wie du die Filme rüberbringst, das gefällt uns auch. Mir hat es gefallen, dass die wieder prompt bezahlt haben. Es waren 4 Filme prompt bezahlt. Ich hätte aber lieber ein Ferrari bekommen dafür. Dafür habe ich wenigstens noch diese Nummernschildumrahmungen bekommen und das Geld ist auch okay. Der Ferrari ist noch ein bisschen im Preisverhältnis zu hoch. Halt, fast hätte ich es vergessen. Fürs Wochenende von Freitag bis Montag bekomme ich einen Ferrari.